Weißt du, wie viel Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie beim Namen, dass sie alle ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Weißt du, wie viel Kindlein frühe stehen aus ihren Betten auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.
Wasser verändert. Es macht Trockenes nass. Was schmutzig ist, wird sauber. Was verdorrt ist, blüht auf. Wasser rettet Leben. Sogar das Ewige. Denn Gott sagt, wer getauft ist, gehört zu mir. Für immer und ewig. So war das schon damals am Jordan. Als Jesus von Johannes getauft wird, da sendet Gott den Heiligen Geist herab zu Jesus. Und er sagt, der da, der gehört zu mir. Das ist mein Sohn. So ist das auch heute, bei jeder Taufe. Die allerdings etwas anders abläuft als zu Jesu Zeiten. Zunächst mal braucht es Eltern, die erbitten für ihr Kind die Taufe. Bei einem Geistlichen. Grüß Gott. Paten gehören dazu. Sie sollen dem Kind zur Seite stehen. Auch die Eltern unterstützen, das Kind im Glauben zu erziehen. Die Taufkerze. Sie zeigt, das Kind wird nun von Gott erleuchtet. Soll auch selber anderen Licht sein. Ein Taufkleid. Die Liebe Gottes umfängt das Kind. Es ist mit Gott verbunden wie eine Braut mit dem Bräutigam. Das Salböl. Symbol für Reinheit und Kraft. Und Zeichen der Verbindung mit Christus. Das allerwichtigste Element aber ist das Wasser. Es bewirkt die eigentliche Taufe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt gehört das Kind ganz zu Gott und in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und es hat einen Namen. Meist den eines Heiligen. Hallo. Denn der kann im weiteren Leben Vorbild und Fürsprecher sein. Also alles Paletti? Keine Panik. Natürlich bestimmen die Eltern über ihr Kind. Stellvertretend legen sie auch das Glaubensbekenntnis ab. Trotzdem, die eigene Verantwortung bleibt gefragt. Denn wenn das Kind größer wird, heranwächst zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, entscheidet es aus freien Stücken, ob es wirklich zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören will. Die Firmung ist somit eigentlich Teil der Taufe, die Vollendung der Taufe. Bei der Erwachsenentaufe werden darum beide Sakramente zugleich gespendet.